Die überschüssige Haut ekelt mich an. Sie hängt und ist faltig. Ich sehe aus wie eine alte Frau. Ich ertrage das nicht länger. Seit meiner Magen-Bypass-Operation habe ich 91 Kilo abgenommen. Es ist verrückt, aber ich wiege jetzt nur noch 57. Das hätte ich mir in meinen kühnsten Träumen nicht ausmalen können. Which is what they say in the weight loss community when you get under 200 pounds. But aber leider hat sich mein anfängliches Selbstbewusstsein wieder verflüchtigt. Jetzt fühle ich mich wieder unsicher. Und das liegt an der ausgeleierten Haut. Sie erinnert mich daran, dass ich mal 148 Kilo gewogen habe. Damals habe ich mich schlecht ernährt und keinen Sport gemacht. Ich meine immer, die Leute urteilen über mich. Auch die, die das sicher nicht tun. Drew ist die Liebe meines Lebens. Wir sind verlobt. Wir sind seit anderthalb Jahren ein Paar. Wir haben uns online kennengelernt. Mir gefiel, wie sie mit anderen Menschen umgeht. Hope ist der selbstloseste Mensch, den ich kenne. Er ist mir eine große Stütze und findet mich schön, egal was ist. Aber ich werde die Unsicherheit einfach nicht los. Es stört mich, dass sie nicht sehen kann, was ich sehe. Es ist frustrierend. Ich dachte, wenn ich dünn bin, verschwinden alle Probleme. Ich lasse mich heute beraten, ob meine ausgeleierte Haut entfernt werden kann. Ich habe Angst, dass der Arzt Nein sagt. Alles wird gut, glaub mir. Meine Mutter versucht, positiv zu sein, denn ich war den ganzen Tag über das reinste Nervenbündel. Bei meinem letzten Arztbesuch fand man mich zu dünn. Hoffentlich ist dieser Arzt nicht der gleichen Meinung. Hallo. I'm Declan Zardin. Nice to meet you. I'm Hope. Hi. Nice to meet you. Sie sind 1,73 und wiegen 57 Kilo. Das ist etwas wenig. Sie haben 91 Kilo in 3 Jahren verloren. Zeigen Sie mir bitte Ihre Haut, dann sehen wir weiter. Arme hoch. Hier ist etwas überschüssige Haut, aber Sie haben dort auch wenig Muskeln. Das Gleiche gilt für die Oberschenkel. Der Quadrizeps sollte gestärkt werden. Die Haut am Bauch hängt auch etwas, aber wir sollten uns zuerst um die Muskeln kümmern. Hope muss Muskeln aufbauen. Dann wird sich das Problem mit der Haut teilweise von selbst korrigieren. Ihre Rippen treten deutlich vor. Am meisten Sorgen macht mir vor allem, dass sie untergewichtig ist. Sie können sich anziehen. Ich glaube, wir können die Operation nicht durchführen. Erst müssen wir ein paar Kilo zunehmen. Sie waren fettleibig und wiegen jetzt zu wenig. Das ist ungesund. Bitte essen Sie ab jetzt 3 eiweißhaltige Mahlzeiten täglich für mindestens 4 Wochen. Und bevor wir wieder über eine mögliche OP sprechen, gehen Sie bitte zu einer Ernährungsberatung. Hopes Gewicht ist alarmierend. Durch eine Ernährungsberatung kann sie vielleicht herausfinden, was sie dazu getrieben hat, so extrem abzunehmen. Sie müssen an ihren emotionalen Problemen arbeiten, sonst schadet die OP ihnen. Haben Sie noch Fragen?
Ich denke nicht. Dann sehe ich Sie in 4 Wochen wieder und wir checken noch mal Ihr Gewicht, okay? Gut, bis dann. Es ist jetzt 4 Monate her, dass ich bei Dr. Nausaden war. Er wollte die Operation wegen meines Untergewichts nicht durchführen und meinte, ich solle erst mal zunehmen. Ich hatte gehofft, mein Gewicht wäre kein Problem. Zu Hause hat man bei mir Magersucht diagnostiziert. Das hat mir die Augen geöffnet, wie es wirklich um mich steht. Die Essstörung verzerrt meine Wahrnehmung. 2 Kilo erscheinen viel mehr, als sie wirklich sind. Ich gehe jetzt zu einer Ernährungsberaterin, die mir hilft, zu einem normalen Essverhalten zurückzufinden. Mein Ziel ist es jetzt, 14 Kilo zuzunehmen und mich selbst lieben zu lernen. Dann würde ich mir trotzdem gerne die Haut straffen lassen, weil ich mir das immer gewünscht habe. Die Essstörung zu überwinden ist die schwerste Aufgabe meines Lebens. Meine Eltern und mein Verlobter Drew unterstützen mich sehr. Ihre Liebe hilft mir, wie auch das Zeichnen und Schreiben. Ich würde euch gern ein Gedicht vorlesen. Mir geht es jetzt viel besser als früher. Immer wenn ich Halt und Kraft brauche, bist du da, meine wahre Liebe. Ich arbeite daran, mein psychisches und physisches Wohlbefinden zu verbessern. Ich habe mit Yoga angefangen und es hilft mir wirklich sehr. Die Übungen stärken meine Muskeln und entspannen meinen Geist. Ich fühle mich durch das Yoga sehr geerdet. Ich habe ein Ziel und unternehme die richtigen Schritte, es zu erreichen. Meine Mutter ist die Beste. Sie war stets mein Fels in der Brandung. Ich glaube, dir geht es jetzt viel besser. Ich weiß, dass ich Hunger habe, auch wenn ich mich nicht hungrig fühle. Das liegt an der Essstörung. Sie täuscht mich. Hopes Gesundheit ist mir sehr wichtig. Sie ist meine einzige Tochter. Es ist schwer für sie, aber sie macht täglich Fortschritte. Ich bin sehr stolz darauf, wie weit ich es geschafft habe. Jeder Tag ist ein Kampf. Es ist ein ständiges Auf und Ab, die reinste Achterbahnfahrt. Aber es tut sich was. Und ich bin sehr gespannt, was die Zukunft bringt.